Zu ihrer 9. Sitzung trafen sich die Stadträte am 24. Februar im Stadthaus in Brand-Erbesdorf. Die Tagesordnung war sehr umfangreich. Im Verlauf der Sitzung mussten 10 Beschlüsse gefasst werden. Zur Fragestunde der Bürger gab es seitens der Bürgerschaft keine Anfragen. Die erste Beschlussvorlage behandelte den Antrag von Herrn Stadtrat Heiko Oehme zum Ausscheiden aus dem Stadtrat der großen Kreisstadt Brand-Erbesdorf aus persönlichen Gründen. Der Stadtrat stimmte zu. Wolfgang Franke von der Fraktion CDU Haus und Grund wurde als Stadtrat verpflichtet. Nun stand die Beratung und Beschlussfassung des Einzelhandelskonzeptes auf der Tagesordnung. Der Entwurf wurde von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung MBH präsentiert. Sie wurde im Juni 2015 mit der Erstellung eines kommunalen Einzelhandelskonzeptes beauftragt. Projektleiter Dr. Eddie Donat ging in seinen Ausführungen auf die wichtigsten Eckpunkte ein. So wurde die Situation des Einzelhandelsstandortes Brand-Erbesdorf analysiert. Weiter ging er auf die Kaufkraft und die Umsätze ein. Prognostiziert wurde auch, dass die Kaufkraft bis zum Jahr 2025 zurückgehen wird. Nach der Bevölkerungsvorausberechnung für Brand-Erbesdorf ist bis zum Jahr 2025 von einer negativen Einwohnerentwicklung auszugehen, ca. -13%. Tendenziell wird das Kaufkraftvolumen in der Stadt ebenso abnehmen, da der erwartete Bevölkerungsverlust nur teilweise durch eine leicht nominale Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben kompensiert wird. Als wesentliche Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes nannte er die Sicherung und der Ausbau der grundzentralen Versorgungsfunktion, die Stärkung der innerstädtischen Magnetfunktion, die Konzentration des Einzelhandels- und Dienstleistungsangebotes auf das Zentrum, die Sicherung der Nahversorgungsstruktur, die städtebauliche und einzelhandelsbezogene Aufwertung der Innenstadt, insbesondere durch einen modernen Lebensmittelvollsortimenter und die Steuerung des Einzelhandels mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche. Im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes sind auch die Konzepte des Standortes und des Sortimentes integriert. Mit dem vorgeschlagenen Sortiments- und Standortkonzeptes sollen die Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte und geordnete Entwicklung der Stadt Brand-Erbesdorf geschaffen werden. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ein Einzelhandelskonzept nur die entsprechenden Rahmenbedingungen für eine adäquate Entwicklung bereitstellt. Es entbindet jedoch nicht von weiteren aktiven Modernisierungs- und Aufwertungsmaßnahmen in den zentralen Lagen. Gleichzeitig dient das Einzelhandelskonzept auch als Grundlage für Einwände zu möglichen Ansiedlungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe in Nachbarkommunen. Der Stadtrat der großen Kreisstadt Bad Erbesdorf nimmt den Entwurf des Einzelhandelskonzeptes zustimmend zur Kenntnis und beschließt dessen öffentliche Auslegung für die Dauer von 4 Wochen. Der Stadtrat nahm den Entwurf des Einzelhandelskonzeptes zur Kenntnis. Dieser Entwurf kann auch im Internet unter www.brand-erbesdorf.de eingesehen werden.